Markus, seit Donnerstag sind auch Präsidium und Geschäftsführung in Olivanova angekommen. Du bist nicht zum ersten Mal hier. Wie gefällt es dir? Wie sind hier deine Eindrücke von den Voraussetzungen? Ja, ähnlich wie beim letzten Mal. Also deswegen sind wir auch wieder hier. Die Voraussetzungen sind sehr gut. Das Hotel ist super. Platzverhältnisse sind toll. Also es passt alles und das Wetter macht das Ganze natürlich nochmal, ich sag mal, rundet das Ganze ab und insofern hervorragende Verhältnisse. Ihr seid nicht nur hier, um die Form der Mannschaft zu beurteilen, sondern habt euch ja auch so nochmal was vorgenommen. Worum geht es da konkret? Ja, zum einen ist es natürlich gut auch, man findet sonst wenig Zeit, auch ein bisschen näher an der Mannschaft zu sein. Ich glaube, das ist für uns alle im Aufsichtsrat und Präsidium ist das sehr, sehr gut und wichtig. Ich glaube, für die Mannschaft natürlich genauso und alle drumherum. Auf der anderen Seite gibt es auch mal in etwas ruhiger Umgebung auch die Möglichkeit, gewisse Dinge wesentlich tiefer zu diskutieren. Wenn man Sitzungen macht in Deutschland, ist es halt oft so, dass es in einer, ich sag mal, auch etwas gestressten Atmosphäre stattfindet. Und hier in dem Umfeld hast du halt sehr, sehr gute Möglichkeiten, auch tiefer in Themen reinzugehen. Wir haben zum Beispiel heute Vormittag haben wir eine sehr intensive, gute Session gehabt, was das Thema Strategie angeht, Strategieentwicklung. Und das sind eben Themen, da musst du dir Zeit nehmen, da musst du auch in die Tiefe gehen können. Und das klappt auch hier sehr, sehr gut. Insgesamt passiert beim SVW derzeit ja einiges, sowohl auf der Geschäftsstelle, es wird auch natürlich die Tribüne wird gebaut und ja, mittlerweile brauchen wir auch schon Mitarbeitercontainer, um noch sozusagen für jeden einen Arbeitsplatz zu haben. Wie erlebst du, deinen Verein derzeit im Umfeld und im Wandel? Ja, es ist natürlich, durch den Aufstieg ist natürlich, ist das ein Sprung, nicht nur sportlich in die nächste Liga, sondern auch was die Verwaltung, was die Administration angeht, was die Infrastruktur angeht. Und grundsätzlich ist es so, dass man eben immer gucken muss, dass man sich weiterentwickelt auf allen Ebenen. Und das ist natürlich, wenn du so einen Sprung machst, ist das natürlich umso mehr der Fall. Und dementsprechend haben wir, sehr, sehr viele Baustellen, aber das wollten wir so und wir sind auch froh darüber, dass wir sie haben. Und das Schöne ist auch, dass wir, ich glaube, sagen können, dass wir an allen Baustellen auch sehr gut vorankommen. Was macht dich zuversichtlich, dass man, im letzten Sommer wurde ja bekanntlich der Aufstieg gefeiert, was macht dich zuversichtlich, dass im nächsten Sommer, der Klassenerhalt gefeiert werden kann? Was macht mich zuversichtlich? Also erstmal, ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir das schaffen, obwohl man auch sagen muss, es wird verdammt schwer. Ich denke, man hat jetzt in der Hinserie gesehen, dass es für uns schon eine große Herausforderung ist. Aber wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich und das eine ist immer so eine Gefühlsfrage, so eine Bauchfrage und das ist sehr positiv. Das andere ist aber auch, ich glaube, dass man sagen kann, dass ich glaube, wir sind ein... Da ist was zusammengewachsen und ich glaube, das ist sehr stabil, auch in schwierigen Zeiten, in herausfordernden Zeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere ist, dass das Team und alle drumherum auch in den letzten Jahren und vor allen Dingen auch in der letzten Saison gezeigt haben, dass gerade wenn es drauf ankommt, dass wir da sind und dass wir dann, auch nochmal das Letzte rausholen können. Und insofern glaube ich, dass wir, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass wir sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, beziehungsweise auch, dass wir es schaffen werden. Bei vielen Vereinen im tabellarischen Umfeld von uns ist der Trainer bereits gewechselt worden. Hier gab es im Herbst bis zum ersten Saisonsieg, war es ja für die Außenwahrnehmung auch so etwas wie eine kleine Krise. Der Verein hat da Ruhe bewahrt. Du hast gerade das, was zusammengewachsen ist, angesprochen. Hat man das dann auch in dieser Situation gesehen, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass man wirklich von den Protagonisten überzeugt ist? Ja, absolut. Also ich glaube, dass du brauchst die Überzeugung und es muss auch passen. Und ich glaube, wir haben ja auch schon Situationen gehabt, wo das nicht der Fall war. Und wie gesagt, es ist in den letzten 3 Jahren da was zusammengewachsen. Ich glaube, dass es sehr stabil ist, dass es vor allen Dingen auch, du hast ja die ersten 7 Spiele angesprochen, eine sehr, sehr schwierige und kritische Situation. Und da ist eben aber auch entscheidend, wie alle miteinander umgehen, wie jeder selbst mit dieser Herausforderung umgeht und diesem Druck, der da entsteht, den Druck, den man sich teilweise auch selbst macht. Und das Gute war eben, dass nicht nur Rüdiger, sondern das gesamte Team im Endeffekt Ruhe bewahrt haben, nicht im Sinne von, das kriegen wir schon hin, sondern im Sinne von konzentriert daran arbeiten, neue Dinge ausprobieren und wirklich systematisch daran arbeiten, dass wir die Situation verbessern und in den Griff kriegen. Und das kann man eben auch schon vorher erkennen, bevor dann der Erfolg sich einstellt. Und wie gesagt, gerade in diesen Zeiten zeigt sich eben, ist es ein gutes Team, ist es ein starkes Team, was zusammenpasst oder nicht. Und ich denke, das hat man von außen gesehen, aber ich kann auch nur sagen, mich hat das auch sehr bestätigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und wir ein wirklich sehr, sehr starkes Team haben.
Stichwort der richtige Weg. Was erwartest du und was wünschst du dir insgesamt für 2020 neben dem Klassenerhalt? Ja, das Wichtigste ist natürlich der Klassenerhalt. Das ist ja keine Frage, weil der Klassenerhalt natürlich auch, ich sag mal, wiederum die Voraussetzung ist für viele andere Dinge, die wir ja auch gerade dabei sind umzusetzen. Und wenn wir uns da weiterentwickeln wollen, ist das natürlich die Voraussetzung. Auf der anderen Seite ist, wie ich es eben schon gesagt habe, eben all die anderen Dinge, die wir jetzt angestoßen haben, auch wirklich voranzubringen. Wir müssen die Organisationen verstärken. Wir sind bei der Infrastruktur dran. Du hast es angesprochen mit dem Stadion. Wir denken aber jetzt auch schon wieder den nächsten Schritt weiter. Wie geht es weiter mit der Infrastruktur, nicht nur beim Stadion, sondern auch im Trainingszentrum? Also insofern haben wir sehr, sehr viele Themen vor uns. Aber was gibt es denn Schöneres, als die Zukunft gestalten zu können? Das ist doch was Tolles. Viel, viel schöner, als sich dauernd nur mit Problemen rumzuschlagen. Und insofern haben wir viele spannende Themen vor der Brust in 2020 und bin auch sehr zuversichtlich, dass wir da sehr, sehr gute Fortschritte machen werden. Das wird also auf jeden Fall beim SVW nicht langweilig. Vielen Dank. Das bestimmt nicht.